Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. In der Lichen Felsen bin ich stehen geblieben, wir haben Portros zusammengeschlagen, haben uns Gorn befreit. Du bist jetzt wieder frei. Danke, Mann. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Lass uns diesen Dämon von Gotha töten. Ich bin nicht wirklich scharf drauf, wieder da reinzugehen. Aber was soll's? Wer will schon ewig leben? Sag Bescheid, wann's losgeht. Auf nach Gotha. Alles klar. Komm mit, ich kenne den Weg. Ich auch, also jetzt los. Hopp, steh auf. Also gut, Portros, wir verschwinden. Orksel, hallo Speer. Na gut. Da kommen schon die ersten Zombies. Da, da, oh, da. Aua, leck mich am Arsch, hauen die zu. Ich glaube, ohne Rüstung herzukommen war eine scheiß Idee, aber zum Glück haben wir genug Heiltränke dabei. Dazu noch ein Stück Fleisch. Und weiter geht's. Oh. Die hauen auch nur heftig zu. Aua, 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 aua. Alter Held. Alles bloß das nicht. Wir dürfen nicht sterben. Wir sind zu jung dazu. Und Gorn, das wäre erledigt. Geht's gut. Ja, Gorn, bevor wir da hochgehen. Pull ich mir lieber mal hier noch die Gegend. Na. Mit den Freunden hier werden wir in Nordmar auch noch sehr gute Bekanntschaft machen. Ach, da kam ja noch eine Armee. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Okay, leer looten können wir auf dem Rückweg eigentlich. Lags. Nö, noch mehr Lags. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir hier schon mal an mit looten. Okay. Bisschen Zeug, von dem wir nichts bräuchten. Uninteressant. Okay. Schmuck. Schmuck. Da ist ein Kochtopf. Eine Truhe. Mit eher unnötigem Inhalt. Einen Überblick verschaffen, weil ich schon ewig nicht gezackt habe. Ich dachte, ich hätte was gehört, dann war das also bloß meine Paranoia. Gut. Finde ich okay. Aber wir müssen umrüsten. Wir brauchen den hier. Da ist Gorn. Und da Gorn jetzt vorlaufen wird, wird Gorn alles aufs Maul kriegen. Ne, kriegen.
da ich gar nicht alles alleine machen will, werde ich ihm natürlich helfen. Und da kommt der Dämon, vor dem ich mich aber noch ein bisschen zurückziehe. Ich sagte, vor dem ich mich noch ein bisschen zurückziehe. Du wolltest mich eigentlich gar nicht verfolgen, Herr Dämon. Er wollte mich nicht verfolgen. Der Dämon von Gotha ist ein bisschen heftigerer Typ. Und jetzt hilft er natürlich Gott mit zu prügeln. Na gut, uns bleibt wohl kein... Hallo Skelett. Okay, da kommt ein Zombie. Während Gorn immer noch mit dem einen Zombie da kämpft. Ich ziehe mich mal ein Stück zurück. Okay, jetzt halte ich mich mal ein bisschen zurück. Aber wenn der mir aufs Maul haut, tut ein bisschen arg mehr weh als von so einem Zombie. Gordon, kannst du ihn nicht einfach noch ein Stück weiter vorlaufen lassen? Oder ihn ein bisschen zur Seite drehen lassen? Ja! Das war's mit dir, du Mistvieh! Dämonenhorn. Adonis Ring ist geil, ist eins der göttlichen Artefakte. Der Dämon von Gotha wird niemanden mehr Angst machen. Ha! Du hast es wieder mal geschafft, was? Ich kann nur für uns beide hoffen, dass du nie deinen Meister findest, mein Freund. Hoffentlich. Was wirst du jetzt tun? Ich werde versuchen, Gotha wieder aufzubauen. Sind genug Menschen da draußen, die eine Bleibe brauchen. Lass dich nicht töten, mein Freund. Wäre schade drum. Mit dir macht die ganze Scheiße immer noch am meisten Spaß. Wenn du mich als Waffengefährten brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, gut. Wir haben jetzt hier den Adonis-Ring gefunden. Dazu möchte ich sagen, dann gibt es noch ein Amulett des Adonis. Es gibt noch einen zweiten Adonis-Ring. Es gibt noch die Rüstung und einen Helm vom Adonis. Wir legen mal einen an, weil wir mehr Leben brauchen und so einen Stärkering. Legen wir den weg, den da an. Wir laufen Gorn mal weiter hinterher. Nicht ansprechen, Gorn. Noch nicht ansprechen. Du hast es so gewollt. Wir zerlegen diese Zombies. Räumen Gotha voll aus. Ein Mistvieh weniger. Noch nicht ansprechen, Gorn. Noch nicht ansprechen. Zombie, hallo. Schade, dass die mir nicht gehorchen wollen, dass das nicht die... mit Zombies haben wir auch noch unsere liebe Mühe und Not. Okay, Gorn, du hast was gesehen? Gorn. Na gut, dann sprechen wir mal an. Oder lassen wir uns ansprechen. Schau dir diesen Schlamassel an. Das war mal eine stolze Paladinburg. Gut. Okay, ein bisschen EP fehlt noch. Was macht Gorn jetzt? Setzt er sich hier ans Feuer oder geht er rein? Da wird er wahrscheinlich reingehen.
Ah, geht erst mal pennen. Dem schließe ich mich einfach mal an. Okay, Gon, such dir ein Bett aus. Oder auch nicht. Ich loote mich jetzt mal durch. Und dann legen wir uns erstmal pennen. Bis zum nächsten Morgen. Wir machen Gotha jetzt erstmal zu unserer vorerstigen Heimat. So, oh. Hallo. Über all diese Mistviecher! Ja, komm, überall. Und da kommt noch ein Skelett angelaufen. Dem hast du es gezeigt. Okay. Hier loote ich mich auch mal durch. Goldpokal, Gold, Gold, Gold. Schwerere Truhe, machen wir mal auf. Ein Assassinschwert, Flamme, paar Verwandlungstränke, Flammenschwert rufen. Goldpokal, Schatulle, Goldpokal, Buchständer. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Die Geschichte der Feuermagier. Die Feuermagier sind ja sozusagen die Vertreter des Innos auf Erden, die Schwarzmagier, die Vertreter von Belia, und die Wassermagier, die Vertreter Adanos. Okay, was haben wir hier? Unmöglich. Unmöglich, oh. Uninteressant. Okay, das ist uninteressant. Da haben wir noch eine alte Truhe, die wir knacken können. Ring der Jagd, Telekinese, Schlösser öffnen. Schlösser öffnen ist eine geile Fähigkeit. So, wie viele haben wir davon? 3 Stück, okay. Da ich jetzt keinen Bock habe zu warten. Klack, klack. Große Truhe ist auf. Ist zwar auch nicht mehr drin als in den anderen, ein bisschen mehr Gold vielleicht, aber trotzdem. Hätten wir geknackt. So, ich ziehe mal mein Schwert, weil hier oben könnte überall noch untotes Gesoxi rumlaufen. Oder nicht? Ah, cool, ein Trinkhorn an dem Schrank. Cool. Schade, dass wir das nicht mitnehmen können. Viel Gold, viel Gold, viel Gold. Ansonsten ist auf der Ebene offensichtlich auch nichts mehr. Dann durchsuchen wir Schmiede und andere Gebäude in dem Teil hier. Öffnen diese Truhe natürlich noch. Und looten uns jetzt erstmal durch Gotha durch. Ja, ja, und Toten, die sammeln sich alles allerhand Dreck zusammen. Gut, 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 gut. Da ist noch ein Korb. Feuerball Dietrich. Na gut. Viel Gold, viel Gold, viel Gold. Da haben wir noch eine Truhe. Okay, noch ein paar Schriftrollen, Bogen, ein bisschen was zu trinken. Okay, ein paar Schriftrollen,
Bisonfell, ein bisschen die Pfeile. Finde ich okay. Kann man so stehen lassen. Gut, 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 gut. Okay, wo kontrollieren wir zuerst? Wir haben zwei größere Türme. Ich würde sagen, lass mal erstmal den hier checken. Scheint Magierturm gewesen zu sein. Uninteressant. Okay, gut. Hier steht noch ein Goldpokal. Okay, dann bleibt jetzt nur noch ein Turm zur Überprüfung. Dann können wir das Dorf vor der Burg auch mal leer looten. Aber da unten gibt es auch noch eine Höhle, wo wir unbedingt rein müssten. Weil da gibt es einen Teleporter, wohin, wo wir auch noch hin wollen. Aber dazu später mehr. Okay, hier oben ist auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir runter. Quatschen kurz mit Gorn, dass wir den mitnehmen können. Komm mit. Los geht's. Gut, Gorn, komm mit. Ich wenigstens ein bisschen handfeste Unterstützung für die Höhle. Gorn. Du Skelett. So, das wäre erledigt. Dem hast du's gezeigt. Okay, komm, geh weiter. Ich muss kurz heilen. Hey Skelett, wolltest du an mir vorbeilaufen? Na gut, wir looten erst hinterher. Ihr konntet nicht überreden hier, Zombie, Skelett, Krieger, Armeen. Wenigstens sind es nur noch Zombies und Skelette und keine Hardcore-Dämonen mehr. So, das wäre erledigt. Gut, wenn das erledigt wäre, können wir uns jetzt chillen hier ein bisschen in der Vorhöhle ans Durchlooten machen. Dankeschön. Gut, hier haben wir einen Korb. Den überprüfen wir schnell. Da ist ein bisschen Zeug drin, das wir brauchen können. Und auch teilweise nicht.
Auch hier haben wir wieder einige Tränke, die wir brauchen und Zeug, was wir halt nicht brauchen. So, jetzt brauche ich kurz eine Fackel und mein Schwert. Gorn, wie kommt es, dass da Zombies laufen und es dich komplett kalt lässt? Alter Gorn, was ist mit dir los? Da läuft ein scheiß Zombie an dir rum. Dem hast du es gezeigt. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Okay, hier hätten wir einen Teleportstein. Das wäre eine Teleportrune nach Vanguard. Da gehen wir aber relativ spät erst hin. Das ist der Tempel-Teleporter. Dann gibt es noch eine zum König selbst in den Thronraum. Die brauchen wir aber für jemand anderen. Später. Wo sich der befindet, habe ich vergessen. Aber den werden wir schon finden. Wann kommst du? Gut. Hier haben wir noch eine Truhe. Gut, dann lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ciao, Gorn. Wir sehen uns dann später mal. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Wir werden uns bestimmt noch sehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge weiter, wenn wir uns dann durch das kleine Dorf hier looten. Bis dahin, auf Wiedersehen.